In einer Kindertagesstätte, kurz Kita in Mainz, kam es laut Augenzeugen unter Kindern von bereits 3 bis 6 Jahren zu perversesten sexuellen Übergriffen. Sogar zu damit verbundenen Morddrohungen soll es gekommen sein. In einem Brief an die Eltern betroffener Kinder sprach die Oberaufsicht der Mainzer Kita von demütigenden Erniedrigungen und Bestrafungen, von Gewalt und von Diebstahl. Die Allgemeine Zeitung berichtete aufgrund eines detaillierten Geständnisbriefes, dass Kinder andere Jungen und Mädchen über einen längeren Zeitraum hinweg unter Mordandrohung zu sexuellen Handlungen gezwungen und erpresst haben. Dazu wurden Diebstähle in der Kita und dem nahegelegenen Supermarkt bekannt. Wenn daraufhin die Kita am 2. Juni auch vorübergehend geschlossen wurde, bleiben die grundlegendsten Fragen dabei doch offen. Zwar begann die Staatsanwaltschaft in Mainz auf der Stelle wegen Verletzung der Aufsichtspflicht der Kita-Leitung zu ermitteln, doch wieder einmal keinerlei Erwähnung fand dabei die Frage, aus welchen tiefsten Quellen diese Kleinkinder ihr perverses Verhalten eigentlich schöpfen konnten. Einmal mehr gerät durch solche Ermittlungen wieder nur eine katholische Einrichtung ins Rampenlicht, statt der weit tiefer liegenden Wurzeln des Übels. Damit wird die Frage nach der Herkunft aller Frühsexualisierung erneut ausgeklammert. Für einen detaillierteren Bericht übergebe ich ins Studio Rottweil. Vielen Dank, Studio Mainz. Nachdem in einer Mainzer Kita schwere sexuelle Erpressungen von Kindern gegen Kinder ans Licht gekommen sind, erwarteten aktive Gegner der Frühsexualisierung, dass sich die Propagandisten der Frühsexualisierung spätestens jetzt schockiert an die Brust schlagen und ihre Ideen zumindest als möglichen Irrweg hinterfragen würden. Doch weit gefehlt. Sie waren die Ersten, die sich sogleich wieder zu Wort meldeten und es wie gewohnt am besten wussten, wie es nun weiterzugehen hat. Im Verbund mit allerlei Leitmedien motivieren sie gerade dazu, das ausgebrochene Feuer gleichsam mit Benzin zu bekämpfen. So meinte selbst Annel Havekost, Leiterin des Kinderschutzzentrums Osnabrück. Die Kinder seien sich der Tragweite des Geschehenen nicht bewusst. Deshalb sei es wichtig, dass Erzieher bei dem kleinsten Zwischenfall reagieren und die Kinder aufklärten. In keinem Ansatz erwägte sie dabei die Möglichkeit, im Verbund mit der Staatsanwaltschaft und Kraft des noch geltenden Gesetzes endlich die Tragweite pornografischer Zugänge von Kinderhandys und via Internet zu thematisieren. Was die Leiterin des Kinderschutzzentrums hinsichtlich der Morddrohungen durch Kinder mühelos richtig kombinieren konnte, schien ihr hinsichtlich der sexuellen Entartungen der Kinder auf der Stelle wieder zu entgehen. Annel Havekost wörtlich: Kinder reproduzieren das, was sie erlebt, gehört oder gesehen haben. Einflüsse können dabei Fernsehen, Internet oder auch das eigene Elternhaus sein. Zitat Ende. Dass heute 80% aller zarter Kinderseelen bereits im Alter von weniger als 10 Jahren harte Pornografie via Handy konsumieren, ist eine tragische und nachprüfbare Tatsache, die wider besseres Wissen bis dato noch von keiner Staatsanwaltschaft angezeigt und verfolgt wurde. Welche Interessen und Kräfte mögen dahinterstehen, dass dies so ist? Havekost bekennt zwar, dass Formen sexueller Gewalt in Kindergärten ein bekanntes Thema sei, dem die Fachwelt mit Konzepten entgegenwirken will. Aber alle scheinbar hilfreichen Konzepte sogenannter Kinderschutzeinrichtungen richten sich dabei konsequent nicht gegen eben erwähnte Wurzeln und Drahtzieher des sexuellen Übels. Vielmehr machen diese sich konsequent nur stark für den Einsatz sexualpädagogischer Konzepte, die die immer noch frühere Sexualaufklärung der Kinder fördern. Dabei propagieren sie, ich zitiere: Es sei immer wichtig, Kindern Grenzen zu erklären. Immer mehr betroffene oder besorgte Eltern aber fordern dazu auf, endlich den Erwachsenen und nicht allein den Kindern die Grenzen zu erklären. Denn was war zuerst, mag man sich fragen, das Huhn oder das Ei? Über Jahrhunderte hinweg kannte man keine sexuellen Entartungen und Perversionen bei Kindern von bereits 3 bis 6 Jahren. Diese kamen nachweislich zeitgleich mit der ungeschützten Pornoflut durch Internet und Handy-Displays auf. Dennoch drängen Sexualpädagogen und sogenannte Kinderschutzorganisationen beharrlich allein auf immer noch frühere Sexualerziehung als Antwort auf genannte Entgleisungen. Danke, Studio Rottweil, für diesen detaillierten Bericht. Durch Klagemauer TV rufen derzeit immer mehr Verbände betroffener Bürger, die Staatsanwaltschaften und höheren Gerichte dazu auf, ein unbedingtes und sofortiges Pornografieverbot über genannte Medien, ebenso aber auch über öffentliche Kioske, Tankstellen und dergleichen zu erlassen. Ursachen und Wirkung seien indiskutabel eindeutig.
Wir von Klagemauer TV dürfen Sie an dieser Stelle wieder einmal auf zwei unserer Dokumentarfilme unserer Top-4-Liste Urväter der Frühsexualisierung und Sexzwang hinweisen. Diese Filme zeigen nicht allein die wahren Urheber und Drahtzieher der Frühsexualisierung auf, sondern warnten schon vor Jahren vor genau solchen Exzessen, wie sie in dieser Sendung zur Sprache gekommen sind. Was dabei nicht übersehen werden sollte, die eben genannten Ausschreitungen gehören laut jenen Bezeugungen erst zu den Anfängen noch weit tragisch werdender Entwicklungen. Sollen diese ernsthaft vermieden werden, führt wohl kein Weg um einen Dauerregen von Strafanzeigen gegen Pornobetreiber in genannten Öffentlichkeitsbereichen herum. Wer unter all den Menschen, denen genannte Entartungen missfallen, macht wohl den ersten Schritt? Vielleicht gerade Sie? Liebe Zuschauer, immer mehr Eltern klagen, dass ihre Kinder im Vor- und Grundschulalter von sexuellen Übergriffen Gleichaltriger betroffen sind. Laut Medienberichten geschah genau dies in bisher nicht bekanntem Ausmaß in einem katholischen Kindergarten in Mainz. Dort haben 3- bis 6-jährige Kinder sexuelle Handlungen von schlimmer Brutalität aneinander vorgenommen. Die Erzieher haben trotz Hinweisen monatelang nicht reagiert. Die Süddeutsche Zeitung schrieb dazu am 13. Juni 2015, in der Kita mit insgesamt 55 Kindern waren anscheinend fast alle Kinder betroffen, mal aktiv oder passiv. Es habe einen Gesamtgeist der Verrohung gegeben. In der Osnabrücker Zeitung vom 11. Juni 2015 äußerte sich Annel Havekost, Leiterin des dortigen Kinderschutzzentrums, zu den aktuellen Vorfällen wie folgt. Sexuelle Gewalt in Kindergärten sei ein bekanntes Thema, dem die Fachwelt mit Konzepten entgegenwirken will. Sie macht sich stark für den Einsatz sexualpädagogischer Konzepte inklusive Prävention und einer auf das Alter abgestimmten Sexualaufklärung. An einigen Kitas ist das bereits Standard, so Havekost. Schaut man sich das Aufklärungsmethodenbuch Lieben, Kuscheln, Schmusen von Pro Familia in Nordrhein-Westfalen an, das eine gängige Richtung heutiger Sexualerziehung abbildet, erscheinen schockierende Exzesse wie in Mainz als vollkommen logische Konsequenz. Hier ein Spielbeispiel. Ein Kind fängt an und wird zum Po-Begutachter. Die anderen Kinder stellen sich in einer Reihe auf mit dem nackten Po. Nun darf er die Po-Ausstellung abschreiten und rät, welcher Po zu welchem Kind gehört. Auch der Vorsitzende des Kinderschutzbundes im Saarland, Professor Dr. Günther Degener, befürwortet diese neuen Konzepte. Ich zitiere, mit Kindern ist über Lustgefühle, Spaß, Erektion und Orgasmus zu sprechen. Über Selbstbefriedigung, Petting und Geschlechtsverkehr. Dabei müssen die natürlich lustvollen Handlungen des Kindes mit seinem eigenen Körper auch im Rahmen von Doktorspielen mit anderen Kindern zugelassen werden. Dieses Zitat ist dem Buch Kindesmissbrauch Erkennen, Helfen, Vorbeugen von Professor Degener entnommen. Sexualpädagogen und auch etliche Kinderschützer vertreten also die Meinung, dass diese neuen Standards für sexuelle Aufklärung, über die wir in verschiedensten Sendungen bereits ausführlich berichteten, das kindliche Selbstvertrauen fördern und wesentlich dazu beitragen, sexuelle Übergriffe unter Kindern zu verhindern. Doch erleben wir nicht das genaue Gegenteil? Konnte es nicht erst durch die seit Jahren regelrechte Sexualisierung der Gesellschaft zu derartigen Auswüchsen kommen? Christina Hennen von der Vereinigung Deutscher Psychotherapeuten warnt, eine solche Sexualpädagogik ist der Versuch, die Schamgrenzen von Kindern und Jugendlichen aufzubrechen. Und schon Sigmund Freud wusste, dass eine Zerstörung der Scham auch eine Enthemmung auf allen anderen Gebieten bewirkt. Klagemauer TV war in der Umgebung von Mainz unterwegs, um sich bei den Bürgern umzuhören. In einem Kindergarten in Mainz kam es zu sexuellen Übergriffen zwischen 3- und 6-jährigen Kindern. Viele sagen heute, dass sexuelle Gewalt in Kindergärten Alltag ist. Was denken Sie, könnten die Ursachen davon sein? Sexuelle Gewalt, sicher ist das jetzt ein Thema
das alle berührt. Aber man muss sich ja fragen, das kommt ja nicht von heute auf morgen, dass da so irgendwas explodiert. Es ist ja letztendlich eine Entwicklung, sowohl in der Gesellschaft, wo auch diese überhaupt diese freizügige Sexualität und diese Aufklärungswellen und diese Filme, die es da gibt, wo Kinder dann aufgeputscht werden gewissermaßen. Und Kinder sind ja neugierig. Und ich meine, ich bin 74 Jahre alt. Wir haben als Kinder auch Doktorspiele gemacht und haben untersucht, was, aber nie mit Gewalt. Und ich finde, das ist auch ein Zeichen der Zeit, dass alles so aus dem Ruder läuft. Ich weiß, die Kinder bekommen heutzutage mehr mit, als ich so mitbekommen habe, so als ich 3 oder 4 war. Ich meine, wenn man jetzt schon sieht, was heutzutage schon so im Mittagsfernsehen praktisch an Werbung läuft, ne? Keine Ahnung, ja. Irgendwelche Werbung für Online-Plattformen, wo man sich sexuell treffen kann und so, ich weiß nicht. Das ist jetzt so, was mir als erstes da einfallen würde, weil ich meine, Kinder können das genauso sehen wie ich jetzt zum Beispiel. Denken Sie, dass die allgemeine Sexualisierung in der ganzen Gesellschaft da auch mit reinspielen könnte? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich sehe, was so mittags um 12 auf RTL läuft oder auf RTL 2, dass die Kinder schon so mit so vielen Sexthemen irgendwie konfrontiert werden, hat es auf jeden Fall damit was zu tun. In Kinderfilme haben sie schon, also kann man schon solche Fehler sehen, dass Kinder, also kleine Kinder schon Sex haben, und ich finde das auch nicht gut. Das ist klar, ohne Vorbilder würden die also so nie sowas machen, nie, nie. Es ist furchtbar, es ist schlimm, es ist sehr schlimm. Also ich denke, dass es nichts mit den Kindern an sich zu tun hat. Ich denke, woher sollen die Kinder das wissen? Ja? Kinder an sich können das gar nicht wissen. Die müssen das ja oder übers Fernsehen oder von den Eltern irgendwie mitbekommen haben. Es ist ja eben auch häufiger so, dass heutzutage irgendwie kleine Kinder schon irgendwie Serien schauen, die irgendwie für Erwachsene sind. Ja. Und deshalb ist es eben so, dass sie dadurch eben geprägt werden. Das heißt, ihr seht die Sexualisierung in der Gesellschaft da wirklich auch als Problem? Ja. Und es gibt Leute, die sagen, dass man, um solche Überfälle zu verhindern, Kinder im Kindergarten zu Sexualforschern ausbilden soll. Was halten Sie davon? Gar nichts. Das wusste ich nicht, das ist mir völlig neu, und das ist ja nur, für mich ist das pervers. Ich denke, das ist einfach zu früh, Kindern im Kindergarten von sowas zu reden, also mit Kindern von sowas zu reden, das ist einfach zu früh. Das ist absurd. Die Kinder sind überfordert. Ich finde einfach, dass die Kinder irgendwie viel zu früh an die Sexualität herangeführt werden. Ich weiß nicht. Das ist entsetzlich, das ist einfach entsetzlich. Da läuft mir das kalt über den Rücken. Ich würde sagen, dass die Verarbeitung von den Kindern, die verstehen das ja auch noch gar nicht, warum das so sexualisiert wird. Und wir sind immer noch die Eltern zuständig und nicht irgendwelche Sozialpädagogen. Und was denken Sie, was kann man dagegen tun? Die Eltern selber auf die Kinder aufpassen, genau wie ich selber. Jetzt nehme ich mehr Zeit für meine Kinder, und die Eltern auch müssen das tun. Ja, ich finde, da müsste generell was geändert werden. Also in den sozialen Medien oder am Fernsehen, TV, so. Aufpassen, einfach aufpassen, hingucken. Das Ganze zurückfahren, nicht diese Kinder sollen aufgeklärt werden, aber nicht, dass sie da nun unbedingt auf diese Lustschiene, würde ich mal so sagen, gebracht werden. Das finde ich verkehrt. Zurückfahren, so lautet der Rat unserer letzten Interviewpartnerin. Doch moderne Sexualpädagogen setzen aufs Gegenteil. Anstatt die Kinder also wirklich zu schützen und endlich der allgegenwärtigen Sexualisierung ein Ende zu setzen, verbünden sich sogenannte Kinderschützer mit Sexualpädagogen und Politikern. Unter dem Deckmantel der Prävention sind sie dabei, europaweit in allen Ländern neue sexualpädagogische Konzepte einzuführen. Diese Konzepte werden aber solche Ausartungen wie in Mainz niemals verhindern können, sondern höchstens dazu beitragen, dass ähnliche Übergriffe zukünftig auch in vielen anderen Kitas und Schulen auftreten. Liebe Zuschauer, sprechen Sie mit anderen darüber, damit vor allem unsere Politiker endlich aufwachen und wieder Ursache und Wirkungen unterscheiden können. Diese Entwicklungen müssen gestoppt werden. Denn unsere Kinder haben ein Recht auf einen Schutzraum, in dem sie Kind sein können. Dieser Schutzraum muss wiederhergestellt werden. Ha.
haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.